Hallo zu Teil 5 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Jetzt kommt der Teil, wo ich den Ausflug nach Agaete im Nordwesten der Insel vorstellen möchte. Wir sind von Las Palmas aus mit einem blauen Bus von Globus Überlandbus losgefahren. Das war eine Haltestelle, die mussten wir erstmal länger suchen. Gegenüber vom Corte Inglés, da sind wir gestartet und konnten in diesem Fall durchfahren bis Agaete. Oft muss man auch in Galdar umsteigen. Da haben wir dann schon ganz interessante Gespräche im Bus mitbekommen. Eine Einheimische erzählte von der Naturschönheit ihres Dorfes. Und in Agaete gibt es eine Kirche, eine ganz urige Kneipe oder Bar und eine Ausgrabungsstätte, die heißt Maipes. Da sind die Höhlen zu sehen von früheren kanarischen Einwohnern, die dort beerdigt wurden im Lavagestein, im Vulkangestein. Was wir dann leider nicht mehr geschafft haben, weil wir einfach dann schon erschöpft waren vom Rumlauf in der archäologischen Ausgrabungsstätte. Man soll es nicht versäumen, wir haben es versäumt, in das Valle von Agaete, also dieses Tal zu gehen. Da gibt es noch eine schöne Wanderung. Ich glaube, das sind so 7-10 Kilometer. Das muss man dann eben mit einplanen, wenn man das vorhat. Also alles ist ein bisschen schwierig so an einem Tag, weil man dann sonntags, wo wir gefahren sind, auch nicht jetzt alle naslangen Bus vor der Tür hat. Das muss wohl auch sehr, sehr landschaftlich reizvoll sein, dieses Tal. Ja, in Agaete kann man auch einen Huerto de las Flores, einen botanischen Garten, besichtigen, aber nicht am Sonntag. Das mussten wir auch wiederum feststellen, da standen wir vor verschlossenen Türen. Insofern kann ich nicht sagen, ob sich dort ein Besuch lohnt. Wenn man im August in Agaete ist, dann gibt es am 4.5. August das sogenannte Fiesta de la Rama, so ein ganz altes, traditionsreiches Fest. Der Hintergrund ist, dass Wasser immer schon knapp war und die Kanarier haben Wasser erfleht, dass es doch bitte regnen möge. Und dazu sind sie dann in den Ozean gegangen und haben mit Palmenwedeln auf das Wasser gepeitscht. Das sollte wohl die Götter gnädig stimmen, mal wieder ein wenig Regen zu schicken. Heute macht man das so nicht mehr. Man legt Zweige zu Füßen einer Schneejungfrau und die wird dann, glaube ich, auch in so einer Prozession dann im Dorf rumgetragen. Und dann soll das auch helfen, dass der Regen kommt. Wer im August da ist, kann ja das vielleicht mit einplanen. Ich wünsche erstmal viel Vergnügen und es folgen noch weitere Teile. Wir sind in Agaete. Das ist ein ganz reizvolles Örtlein mit sehr vielen schönen weißen Häusern, die man jetzt noch nicht sieht. Das ist gerade der Müll im Nordwesten der Insel. Hier gibt es den Garten, der leider geschlossen ist heute. Wir haben Sonntag. Huerto de Flores. Und ja, es ist wunderschön hier mit dem kleinen Platz an der Kirche. Und wir suchen jetzt nochmal einen anderen sehenswürdigen Ort auf. Hier sieht man wieder diese tollen Weihnachtssterne, die in großer Anzahl wachsen. Hier sind sie noch klein, aber wir kennen sie hier auch buschartig. Ja, hier haben wir eine Kirche. La Casa de la Familia Armas. Wunderschönes Wetter wieder heute. Oh, da fehlt jemandem der Kopf. Was ist geschehen? Ist ja nicht so nett. Oi, oi, oi. Oh, wir sind immer noch in Agaete und wir nähern uns Maipes, einer archäologischen Stätte. Ja, hier sind wir jetzt beim Eingang. Und ja, die Besonderheit ist, dass diese Beerdigungsstätten, diese Gräber in Lava eingearbeitet sind. Archäologischen Park kostet für, also generell 3 Euro für Studenten ermäßigt und für Rentner ab 65 2 Euro. Und schöne Berglandschaft, ein ruhiges Plätzchen. In los años 90,
Los trabajos van encaminados a la realización de diversos proyectos para convertir el yacimiento en un parque arqueológico, pero la propiedad privada de los terrenos imposibilitó cualquier intervención en el sistema. A partir del año 2000, con la titularidad pública de los terrenos, por fin se puede iniciar los trabajos en el yacimiento, tanto de equipamiento como de excavaciones arqueológicas y de restauración, posibilitando la apertura al público de este parque arqueológico. Hier sehen wir ein Skelett begraben in einem dieser Lavagräber. Die Leute, die hier gefunden wurden, man konnte das anhand der Knochen rekonstruieren, waren so zwischen 20 und 25 Jahren alt. Das ist nicht so alt. Es wurden auch Kinderknochen gefunden. Also hier dieser archäologische Park ist ganz interessant. Das Ganze wurde 2009 restauriert, dieses ganze Feld mit den Tumbas.